Jetzt tu einmal weiter, Ginter. Könntest du mir auch helfen? Ich bin ja schließlich da nicht der Depp. Ach so, nachher sag halt etwas. Nachdem du das allem so betonst, habe ich mir gedacht, du bist der Depp da. Ich möchte wirklich wissen, wieso wir uns haben müssen so aufbrezeln. Ich bin mir sicher, der Günther sitzt mit seinem Trainingsanzug und seinen Hauspatschen herum und das an einem Festtag, der Provinzler. Das ist so typisch. Du und deine Vorurteile. Und das am Heiligen Abend. Na geh. Ja, spinnst du? Wie schaust denn du aus? Die anderen haben sich bestimmt in Schale geschmissen. Du willst dich nicht wirklich mit dem Trainingsanzug und deinen Hausschlapfen Weihnachten mit uns am Besuch feiern? Mir gefällt's. Also manchmal frage ich mich wirklich, warum ich dich geheiratet habe. Und warum hast du mich geheiratet? Warum sagst du nichts? Ich überlege noch. Wenn wir bloß schon wieder weg wären. Lass mich vorher noch eine Zigarette rauchen. Bevor du mir diesen Böbel da zum Fraß vorwirfst. Ach, sei doch nicht immer so negativ, Hasi. Die haben sich schon wahnsinnig auf uns gefreut und sich sicher schon ganz, ganz viel Mühe geben. Was ist denn das überhaupt für ein Gewächs, das du ihnen dort zu Weihnachten Kraft hast? Strelitzie, die Papageienblume. Warum? Und du glaubst, diese Proleten wissen das? Also entschuldige, du wolltest doch, dass wir uns am Heiligen Abend mit denen wieder treffen. Ich kann doch nicht ahnen, dass uns diese Pfeifen wirklich anrufen und uns am Heiligen Abend einladen. Meine Freundin ruft Punkt 22 Uhr an. Dann sagen wir, dass wir einen Wasserrohrbruch in der Wohnung haben. Und ab. Was, um 10 Uhr erst? Ich bin gespannt, ob dieser Typ jetzt schon besoffen ist oder erst in einer Viertelstunde. Jetzt sauf halt ich so viel. Red du nicht so viel, noch sauf ich nicht so viel. Ja, ja. Er wird ja wahrscheinlich kein Bier trinken. Der feine Herr. Der ist ja Weinkenner. Der sauft ja lieber so einen Sauteuer und Lambrusco. Gott sei Dank hast du dran gedacht, Wein mitzubringen. Dieser Prolet ist im Stand und stellt uns einen Lambrusco her. Er ist gar nicht so schlimm. Sie ist der Geizkram. Immer alles nur billig, billig, billig. Findest du eigentlich nicht, dass sie manchmal ein bisschen sehr billig daherkommt? Hä? Billig? Ich finde, das schaut total scharf aus. Okay. Ein ganz billiges Drum ist das. Mein Gott, mach doch den Knopf an deiner Blusen zu. Das schaut irgendwie billig aus. Billig? Spinnst? Das gehört sich so. Billig. Das Einzige, was da billig ist, ist dein Rasierwasser. Ich sag dir, ein ganz billiger Flitschen ist sie. Die hat den Hubert bestimmt gleich geheiratet wegen seinem Geld. Ja, wegen dem Ausschauen sicher nicht. Wenn ich dem sein Gesicht anschaue, da gefällt mir mein Arsch wieder. Jetzt red echt nicht so primitiv daher. Der Hubert, das ist ein sehr gebildeter Mann. Ja. Der erinnert mich irgendwie an meinen Deutschlehrer. Ja, siehst du's, weil er so gescheit ist. Nein, weil er so billiges Rasierwasser hat. Und übrigens, wenn du ihr nur einmal auf den Hintern schaust, dann kannst du dir auf was gefasst machen. Wie auf den Hintern schauen? Ich hab der noch nie auf den Hintern geschaut. Du, wenn dir der heute noch einmal auf den Arsch schaut, dann schmier ich noch eine. Okay. Warum soll der mir auf den Arsch schauen? Ja, warum sollt jetzt der dir auf den Arsch schauen? Ja, da brauchen wir jetzt russische Wissenschaftler. Die könnten es vielleicht rausfinden. Der kennt ja nicht einmal dein Gesicht. So schaut er dir immer auf den Arsch. Also ehrlich, ich habe überhaupt keine Lust auf den Weihnachtsabend. Selber schuld. Du besaufst jeden Tag im Urlaub ab Mittag an der Bar und trinkst dann mit jedem Deppenbruderschaft. Erinnere mich bitte, dass wir nächstes Jahr nach Finnland fahren. Da gibt's nur Blocksaunen und Elche. Und keine Rindviecher wie die zwei. Komm, bringen wir's hinter uns. Ah, jetzt kannst du aufmachen. Der Arschgucker ist da. Jetzt reiß dich zusammen und red nicht so grob daher. Ja gut, nachher sag ich lieber, der Herr Hinternseher ist da. Der Herr Hinternseher ist da. Du, da wette ich mit dir, dass der deinen Namen nicht mehr kennt, dein Herr Hinternseher. Depp. Ja, hallo. Ja, hallo. Sei
seid ihr jetzt da? Ich heiße Elfi. Hast du eben meinen Namen vergessen? Na, ich war nur geblendet von so viel... Hintern. Ja, also dann, Blumen für die Dame. Mann, nett. Kommt eine. Das wird ein wunderschöner heiliger Abend. Das glaube ich auch.